So, dann erstmal hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich spiele mit den guten Julian, den Kommilitonen von mir, die Kampagne der Alliierten. Julian, darfst du dich kurz vorstellen, wenn du das möchtest? Hallo, Julian. Wir werden heute aufs Maul bekommen. Ja, sowieso, nur die ganze Zeit. Ich starte dann mal. Ich hoffe, der macht das jetzt richtig. Ja. Ach toll, jetzt macht er das Video nochmal. Juppie! Premierminister Schädenkos Truppen Ja, weil stoßen weiter nach Westeuropa vor und drängen die Alliierten immer weiter zurück. Nun ist Großbritannien das letzte Land Europas, das die sowjetische Aggression zu spüren bekommt. Die Frage ist allerdings, wie lange noch, da eine sowjetische Armada ausgemacht wurde an der Nordküste von Frankreich. Commander, ich bin Robert Bingham, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte. Mir wurde gesagt, Sie seien ein sehr fähiger Offizier, wollen hoffen, dass diese Einschätzung richtig ist. Da all unsere erfahrenen Kommandeure in Europa kämpfen, liegt die Verteidigung Großbritanniens allein in Ihren Händen. Yay, Verantwortung und so, Ich ne? möchte Ihnen gern Hast du die Lieutenant Deutsche oder Eva die Englische Version? vorstellen. Die Deutschen Sie ist natürlich. Ihr Nachrichten- Oh, und ich kann die Englische. Kommunikationsoffizier. Ja, Julian hört Schön, alles Ihren auf Wort zu Englisch. haben. Field Marshal, der Präsident ist jetzt soweit. Mr. President, ich stelle Ihnen den neuen Commander der Bodentruppen vor. Guten Tag, Commander. Sind Sie bereit, die Russen zurückzujagen in die Arme Ihrer Mummies? Tja, ich hoffe es. Wenn Sie nicht aufgehalten werden, liegt nichts anderes mehr zwischen diesen Kommunisten und den USA als nur noch ein kleiner Ozean. Ich stimme Ihnen zu, Mr. President. Die Sowjets dürfen sich nicht festsetzen in Großbritannien. Davon hängt das Schicksal der freien Welt ab. Ich glaube, die Welt sieht auch schon ziemlich scheiße aus, wenn alles zu Russland Die gehört, Sowjets haben außer weite Großbritannien. Teile Europas mit roher Gewalt besetzt. Jetzt nehmen sie sich England vor, indem sie eine praktisch wehrlose Stadt angreifen. Sieht Brighton scheiße Beach. aus. Commander, wir müssen unsere Stellungen halten und das Vorrücken der Sowjets verhindern. Nehmen Sie Brighton Beach ein, ist London ungeschützt. Ganz Europa würde fallen. Das darf keinesfalls passieren. Ich drücke mal hier auf Weiter. Ja. Muss in der Lobby sein. Perfekt. Ich spiele natürlich auch schwer, wie es gehört, ne? Ja, Das natürlich. ist mir so halb blind jetzt. Ungeübt und egal. Gibt's nichts Schwereres als schwer? Nee, es gibt nur leicht, mittel und schwer. Also, Jun hat unheimliche Erfahrung bereits in Command and Conquer Spielen. Nein, aber ich habe ja einen guten Star. Wie heißt da? Na, wie heißt das? Star. Nein, wie heißt das? Was spielst du immer? Ich mag StarCraft. StarCraft, genau, StarCraft, erfahrene StarCraft-Spieler und der hat Reflexe wie. Keine Ahnung. Das ist dann wahrscheinlich schon da und drückt nur nach Tasten und überall Einheiten und so, ne? Hier gibt's auch kein Einheitenlimit, also Spam, was du kannst. Ach, die ersten Missionen sind sowieso noch relativ leicht, glaube ich. Nein! Begrenzte Einheitenlimits. Also man kann ja auch Gruppen. Ich bin der Blaue. Also man kann denen hier wieder Gruppen zuweisen. Also ich gehe mal in das Gebäude hier rein. Man kann ja auch mit B Markierung setzen. Dann nimmst du hier irgendein anderes Gebäude. Warte, ich muss. Nein! Da ist die Mission unterbrochen. Was soll denn das? Die Grafik-Eigenschaften ändern, aber ich kann das nicht jetzt. Wir machen das in der nächsten Mission. Ja. Ja, es ist. Okay, dann gehen die wieder raus. So, hier sind nämlich überall noch ein paar böse Russen, die wir. Okay. Ja, am besten immer, also am besten nimmst du halt die Einheiten und schickst dann immer zu ein Gebäude zum anderen, wo die Gegner halt sind, ne? Ich will sehen, wie ich das Gebäude verlasse. Dann musst du draufklicken und da ist unten bei Zivilgebäude kannst du dann da draufklicken. Da. Ja, hab gesehen jetzt. Ja.
schicken wir mal die Hunde hin und her, hinterher. Ich denke mal, ruckelt ein bisschen bei mir. Ja, ein bisschen nass, aber ich glaube, liegt am Internet. Ah, okay. Wo sind die nächsten bösen Russen? Hier vorne. Ich gehe mal nach oben und du machst die unten, ja? Die ist ja auf der Karte. Ja, du hast zwei Einheiten, glaube ich, hier unten. Ja, ja, ich habe noch die Hunde. Hier sind ja auch noch zwei. Na, tun wir die da mal irgendwo hin. Ich habe einfach viel zu viele Einheiten. Aber dann liebst du mit ganz wenig Einheiten. So. Das hier oben ist jedoch ein MBF rum von dir. Hab ich auch schon eins? Ein MBF hier oben. Hier. Meine Hunde hinterher schicken. Ich glaube, wir kriegen jetzt beide gleich eins. Oh, ja. Ja, jetzt bekommst du ein MBF und ich keins. Wie bitte? Jetzt bekommst du ein MBF und ich keins. Oh, das ist jetzt doch meins. Oder wem gehört denn das jetzt? Weiß nicht. Achso, wir kriegen beide eins. Okay, das ist gut. Okay, jetzt bist du oben. Ich schicke mit dir irgendwo ein Gebäude rein. Wir haben zahlreiche sowjetische Flugzeuge geortet. Sie wollen wohl Truppen über der Stadt absetzen. Verteidigen Sie bitte Brighton Beach. Sie müssen aufgehalten werden. Ja, dann... Also bau einfach nur ganz viele Peacekeeper. Ganz viele. Das Dumme ist, eigentlich brauchen wir die Raketentrupps für, aber die kriegen wir einfach noch nicht. Oh ja, vorne gibt's ein... Ich nehme mal das eine Gebäude ein, hier vorne, das hier. Das Gebäude nehme ich mal ein, das kann man einnehmen. Das sind diese weiß markiert auf der Karte. Damit werden unsere Einheiten geheilt, sozusagen. Und das ist ein Rummel hier vorne. Ach, wie süß. Hallo! Hallo Zentrale. Okay, los geht's. Immer schön Einheiten bauen und am besten irgendwo hier vorne hinschicken. Irgendwo hier, die werden gleich da gleich ankommen. In Scharen, immer ein Gebäude reinschicken momentan, ja? Okay, ich versuche es. Markieren und irgendwo lang gehen lassen. Ein Dressklick. Wenn ich mehrere Bootcamps habe, bauen die Einheiten schneller? Ja, nein, die bauen gleichzeitig. Nein, du kannst aber auch bei beiden gleichzeitig produzieren. Aber ich glaube, wir haben gar nicht genug Rohstoffe, um das effektiv zu machen. Ja, waren die großen Gebäude, die halten, glaube ich, am meisten aus. Und 3, 2, 1, Gebäude eingenommen. Stimmt, eigentlich bräuchten wir gegen Lufteinheiten sowas wie Raketentrupps. Jetzt kommen hier. Jetzt eigentlich, die werfen sie hinter uns ab. Nö, haben sie nicht. Jetzt kommen hier ganz viele Einheiten rein, die wir jetzt fertig machen. Was? Alter, willst du mich verarschen? Die räumen die Gebäude auf. Hat
Okay, wir müssen aus den Gebäuden rausjagen, weil die Einheiten haben, wo die... Die können die Gebäude aufräumen, deswegen. Okay, es ging ja schnell. Auf geht's. Ah, es ist irgendwie hängen geblieben. Jetzt werfen sie ab. Okay, immer schön Einheiten produzieren, ja? Immer schön ganz viele Peacekeeper. Ja, aber das Spiel lag sehr schlecht. Ein bisschen, ja. Und ich höre dich auch sehr schlecht. Mit deinem Internet. Ja, weil ich nachher mal Grafik runterdrehen. Vor der nächsten Mission drehen wir die Grafik runter. Verteidigst du bei dir? Weil hier geht's hier ist ordentlich oben die Party bei dir ab. Ey, wir haben sie zurückgeschlagen. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich nur Einheiten freigeschaltet. Oder war es das schon? Ob für die erste Mission. Und. Hallo! Hallo, ihr Kapitalisten. Hallo. Ich bin General Krukov. Ich werde für Ihre Niederlage verantwortlich sein. Nein, bist du nicht. Machen Sie sich bereit für die Macht der Roten Marine. Wir feuern auf Ihre kleine Insel, bis Sie um Gnade winseln. Kannst du das Spiel irgendwie speichern? Ja. Alles läuft nach Plan. Durch eine Mission kann man garantiert Grafik ändern. Sie sollten unbedingt diese Küstengeschütze besetzen und mit ihnen weitere Angriffswellen abwehren. Daran kann ich aber gerade nichts ändern. Reboot, Modem? Oder Router? Wir machen die Mission zu Ende, dann mach ich das mal. Okay. Jetzt wurde der Fortschritt gespeichert. Ja, nimm mal die oberen beiden bei dir ein und mit Ingenieuren. Und dann bauen wir danach ganz viele Javelin-Typen. Ich glaube, die werden wir jetzt brauchen. Kein Problem. Wie kann ich helfen? Kinderspiel. Javelin einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich bin bereit für Transport. Ich habe ihn. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Javelin einsatzbereit. Hier ist erledigt. Riegel das ab. Cryoschuss bereit. Unzureichende Mittel. Bin bereit. Okay, Coach. Brauchst du Hilfe oben, oder? Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich habe jetzt Bock, den hier zu trollen. Fast. Fangskomitee. Kriegen wir es halt alle in einzelnen Gebäuden raus. Peacekeeper bereit. Unterwegs ist Einsatz bereit. Eine Einheit
angegriffen. Statusbericht? Einer weniger. Roger and out. Für den Frieden. Oben ist noch ein. Ich glaube, der Ingenieur wurde von dir gekillt. Haben Sie eine weiße Fahne zu der Hand, Kommandant? Pistengeschütz. Oh, wir brauchen so viele Raketentypen wie überhaupt. Warum angreifen die nicht? Boah. Oh, nicht das schon wieder. Stirb. Das läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Ja, aber es laggt. Ja, es ist... Ich hatte Mission, stelle ich die Grafikeinstellung runter, restarte mal meinen Router und den ganzen bla. Ich glaube, wenn die Grafikeinstellungen niedrig sind, dann muss da nicht so viel übertragen. Nein. Was versuchst du gerade? Wie viel CPU es benutzt, ist bei 20% und Grafikkarte ist bei 0%, also das ist nicht die hustet bei dir kurz, die denkt sich, hä, was ist das? Ja, ich kann es aber nicht gerade sehen, aber die Aufnahme zieht ja auch ein bisschen CPU, aber... Kannst du die Beacons von mir löschen? Nee, leider nicht, ich weiß nicht wie. Du klickst es und drückst auf Delete. Woher weißt du das? Von jemandem, der das Spiel noch nie gespielt hat. Ich hab's gelesen. Ich hab da garantiert noch irgendwelche sinnlosen Einheiten in irgendwelchen sinnlosen Gebäuden hier rumstehen. Ah ja, genau hier sind noch welche drin. Das ist schwer für die. Ja, wir sind zu zweit, also stell mir vor, normalerweise spielst du mit einem Bot, ja. Und der macht ja so gut wie gar nichts. Aber ich glaube, als nächstes kommen ein Lufteinheiten an. Ah, bei dir oben. Jetzt kommen sie bei dir oben an. Ja, das... Ach, jetzt, bei mir sind sie diesmal nur unten angekommen. Da schicke ich mir dann Einheiten mit hoch zu dir. Meine Armee! Oh, eiskalt daneben geschossen, ja. Mit meinem Eisstrahl. Den müsstest du aber auch haben. Normalerweise ist die KI ja meist immer alleine. Jetzt wird aufgeräumt. Gibt's nichts Schöneres als ein Spiel, wo man einfach nur Russen kloppt? Oh yeah. Also mit Q wählst du alle Einheiten aus, aber ich nehme mal, hast du schon rausgefunden, ne? Was? Mit Q, wenn du Q drückst, hast du alle Einheiten, die gerade nicht gerade irgendwo sinnlos rumstehen. Achso, ne, wusste ich nicht. Dann weißt du es jetzt.
Das ist leichter, um in so einer Armee zu koordinieren. Sie sollten sich nicht zu früh freuen. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt schickt er nämlich Lufteinheiten, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, nur noch Javelin-Soldaten bauen. Weil nur die können Lufteinheiten angreifen. Die Sowjets greifen in Kürze wieder an, Sir. Laut Geheimdienst ist das die letzte Welle, also halten Sie durch. Laut Not Geheimdienst. Ah ne, falsches Spiel. Oh, wir können Fahrzeuge bauen. Und wir haben übelstes Geld bekommen. Ja. Ach, wir haben schon eine Fahrzeugfabrik. Ah ne, doch nicht. Wollte gerade sagen. Armin. Oh, diese schöne blaue Punkte gefällt mir. Ab 2 Minuten reichen, um Panzerarmee zu bauen. Oh, scheiße, ich habe, man hört dich gar nicht. Ich hoffe, ich weiß nicht, ich habe gerade gemerkt, ich habe Streamspeak nicht in die Aufnahmen reingenommen. Vielleicht spielen wir. Kein Problem. Vielleicht müssen wir es einfach nochmal spielen. Ich schaue da mal in die Aufnahme rein, ob man das hört. Muss man. Echt. Spektor, toll, wir können. Na, wir können nur ein einziges Fahrzeug bauen, natürlich. Warte mal kurz, ich mach das mal kurz. Einen Moment. Ja. Eigenschaften. Teamspeak 3. Bam und. So, jetzt müsste es auf jeden Fall drin sein. So, jetzt sollte man schon auf jeden Fall hören. Ja, und mein Telefon ruft. Jemand ruft mich an. Moment. Die Fahrzeuge sind schön. Bei dir oben wurden gerade Einheiten abgeschmissen. Ja. Das sind ja locker. Mit A vorwärts gehen greifen die automatisch alle Einheiten an, die dann im Weg liegen. Ja, normalerweise schon, aber die machen das irgendwie nicht. Die ersten drei greifen an und die 20 von hinten machen nichts. Oh, da lang gehen. Ja, das ist jetzt nur weil wahrscheinlich wegen Internet und so. Aber es läuft eigentlich gerade ziemlich flüssig, finde ich. Ja, für den Frieden und so. Da genau, da bei im Gras steht eine. Ja, ich versuche ständig mit A und Klick und die bewegen sich nicht. Mit A heißt nur in die Richtung vorrücken. Attack mode. Select units will move to the desired location. Attack. Ja, die, das kann funktioniert aber nicht, wenn da Einheiten. Aber die bewegen sich nicht dort. Unzureichende Mittel. Oh ja, ich mach voll effektiv Raketen gegen gegen Infanterieeinheiten. Na, oh Gott, deine Kaserne muss auf jeden Fall jetzt reparieren. Peacekeeper bereit. Macht keinen Sinn, dieses Spiel. Das ist doch, wenn man es richtig macht, ne? Also mir funktioniert das alles. Und dann musst du halt das halt nicht auf Einheiten klicken, sondern auf die Richtung, wo sie gehen sollen. Also es laggt, die Einheiten machen nichts, wenn du auf A-Move klickst. Geht irgendwie nichts. Ich bin halt schon hart abgesondert mit Lags und sowas. Ach, kann das sein, dass das jetzt schon die letzte Welle ist, angeblich?
Ah, jetzt kommen jetzt auch gleich die schon lang angekündigten Lufteinheiten, ne? Das heißt, wo uns ganz viele Chaffin-Soldaten bauen, dann... Oh Gott, dieser blaue Punkt in der Karte, wo eine Einheiten sind. So, das... Ich hab's rausgefunden, warum ich das nicht mache. Du musst auf A und rechts. Ja, na... Na, das mache ich anders als wie bei StarCraft. Bei StarCraft. Ja, es ist nicht alles, es ist nicht alles wie bei StarCraft. Na toll. So stieg es gegen die. Ja, ich wollte sagen, gegen die Schiffe können wir gar nichts machen. Aber gegen die Flugzeuge, die da ankommen, gegen die Zeppelin, dann machen wir was machen. So, aber jetzt. Holen wir mal die Flugzeuge vom Himmel runter. Und sie werden fallen. Sie haben sehr viel Glück, wie es scheint. Nein, meine wir haben Skill, wir haben gebraucht. Glück. Aber keine Sorge, Kommandant. Ich komme wieder. Neutralisieren sie die Überlebenden, so wett, das klingt aber auch böse. Die Sowjets ziehen sich zurück, Sir. Sie haben es geschafft. Sie haben sie abgewehrt. Ich gratuliere, Commander. Wir sind halt toll, nicht wahr, Truman? Yay! Siegreich! Okay, ich würde sagen, wir machen kurz eine kleine Pause und schrauben mal in der Verbindung und sowas rum. Bis zur nächsten Mission.